Hallöchen und ganz herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video aus der PMDG 737. Wir haben uns ja bereits angeschaut, wie man die 737 auf einem ganz normalen Flug fliegt und wir haben uns schon ein paar Circle-to-Lands zusammen angeschaut. Deswegen kombinieren wir jetzt beides und fliegen jetzt also mit der PMDG 737 ein wunderschönes Circle-to-Land. Um unser Trio an der Adriaküste noch komplett zu machen, nachdem wir uns ja T-Wide und Split schon angeguckt haben, fliegen wir heute also mit der 737 nach Dubrovnik und wollen dort einen sehr, sehr schönen ANAV Visual Approach fliegen. Wir befinden uns aktuell im Reiseflug über Serbien und möchten jetzt dann langsam mit der Anflugvorbereitung beginnen, deswegen lasst uns ins Cockpit hüpfen und dann schauen wir uns mal zusammen den Anflug an. Unsere heutige Reiseflughöhe für den Flug sind 39.000 Fuß, die haben wir auch schon längst erreicht. Und ihr seht auch schon etwas schlecht zu erkennen wegen dem Terrain Radar, aber da in 80 Meilen vor uns liegt schon unser Top of Descent. Als Anflug haben wir hier unter Departure Arrival und Arrival einmal den ANAV Approach für die Runway 29 ausgewählt. Das Ganze über die Neras One Yankee Arrival und die Olegu Transition. Wenn ihr das so ausgewählt habt, drückt ihr auf Execute und dann sollte der Anflug in eurem Flugplan schon direkt integriert sein. Das können wir einmal überprüfen. Wir sehen also jetzt hier, es geht von Orbat nach Tingsa und dann geht es auf die Arrival nach Nera. Die Discontinuity können wir einmal rauslöschen, drücken auf Execute. Und dann fliegt der Flieger direkt auf den Approach drauf. Und dann sehen wir hier den Wegpunkt Olegu, über den wir die Transition fliegen. Und dann kommen die Wegpunkte für das Circling auf die Runway 29er. Ansonsten haben wir uns auch das neueste Wetter schon geholt. Das QNH aktuell 1015. Das haben wir hier schon einmal vorgedreht. Das könnt ihr hier machen mit dem Pinöpel hier oben. Und wir haben auch unser Barominimum von 1780 Fuß schon eingestellt, das können wir mit dem Drehregler hier machen. Und unseren Final Course von 294 Grad haben wir ebenfalls hier schon eingedreht. Was man in der Boeing auch immer machen muss, ist hier oben einmal die Landing Altitude, in unserem Fall heute 550 Fuß. Der Anflug ist so, wie wir ihn abfliegen möchten, auch schon in der Database hinterlegt. Das heißt, wir müssen heute nicht aufwendig irgendwelche Wegpunkte Custom hinzufügen, sondern wir können den Anflug einfach so fliegen, wie er hier im Flugzeug schon drinnen ist. Um zu wissen, wie das Ganze ausschaut, gucken wir jetzt einmal gemeinsam in die Karten rein. Wir fliegen also die Neras One Yankee Arrival, die beginnt hier oben beim Wegpunkt Nera. Das Ganze über 5000 Fuß und dann fliegen wir hier runter nach Delta Uniform 705 nach 704. Dort sollen wir über 4000 Fuß sein mit maximal 250 Knoten. Und dann über Delta Uniform 702 auf 4000 Fuß links herum, Track 024 nach Delta Uniform 701. Das Ganze mit maximal 230 Knoten, dann wiederum rechts zum Wegpunkt Olegu. Und auch hier sollen wir noch die 4000 Fuß halten. Und ihr seht das IAF hier oben, das bedeutet, das ist unser Initial Approach Fix. Und von hier aus gehen wir dann auf den ANAV Visual. Genau genommen ist es ein RNP Approach auf die Runway 29er. Ihr seht hier nochmal den Wegpunkt Olegu als Initial Approach Fix. Von hier aus geht also der Anflug los. Wir dürfen nach Olegu die 4000 Fuß verlassen, dürfen dann auch 2500 Fuß runter. Dann geht es über den Intermediate Fix Delta Uniform 500. Das Ganze über 2500 Fuß mit maximal 210 Knoten. Und dann hier in eine langgezogene Linkskurve über Delta Uniform 502 mit maximal 200 Knoten auf derselben Höhe. Und nach Delta Uniform 504 mit maximal 185 Knoten. Von Delta Uniform 504 geht dann unser Final Approach los. 29er ist der Inbound Course und dann verlassen wir hier mit einem 3,1 Grad Anflugprofil unsere 2500 Fuß. Gehen dann runter bei Delta Uniform 506, sollen wir dann auf 2180 Fuß ankommen und dann sinken wir weiter runter auf die Bahn bis zu unserem Minimum von 1780 Fuß. Spätestens da müssen wir die Bahn sehen. Ansonsten würden wir den Mist Approach fliegen, der würde geradeaus gehen auf Track 29er nach Pilab. Wir würden dabei auf 5000 Fuß steigen. Die Bahn, auf der wir landen wollen, ist 3230 Meter lang, 45 Meter breit und wir haben 3,2 Grad Papis links von der Bahn stehen. Also Papis, die etwas steiler eingestellt sind, als das unser Anflugprofil vorsieht. Nördlich vom Airport ist relativ hohes Terrain. Ihr seht hier Berge bis 5600 Fuß. Die MSA entsprechend relativ hoch mit 8300 Fuß. Allerdings haben wir hier südlich vom Airport eigentlich nur Wasser, da können wir also jederzeit in der sicheren Höhe auf 3000 Fuß unterwegs sein. Allerdings sollten wir die Gegend nördlich vom Airport meiden. Wenn wir dann auf der 29 gelandet sind, wollen wir die Bahn dann nach links verlassen. Ich würde sagen, wir nehmen Autobrakes Tree. Dann können wir hier über Delta oder Charlie die Bahn voraussichtlich verlassen. Und ansonsten wollen wir dann hier einfach direkt an den Apron suchen, uns ein schönes Terminal Stand. Hier unten seht ihr die Nummerierung nochmal und dann werden wir so auf der 11 oder auf der 12 hier parken. Auf der Airport-Übersicht könnt ihr das Terrain jetzt nochmal ganz gut sehen, also hier oben
relativ hohe Berge, hier sogar mal 6318 Fuß hoch. Wir möchten also nach Möglichkeit, sollte uns ein Triebwerk ausfallen, geradeaus erstmal rausfliegen, dann drehen wir nach Süden ab, fliegen aufs Meer hinaus und dann sind wir dort überall auf 3000 Fuß auf einer sicheren Höhe unterwegs. Hier unten rechts seht ihr noch unsere Aerodrome Elevation, also die Elevation vom Flughafen, 527 Fuß. Entsprechend haben wir 550 Fuß eingestellt und ansonsten haben wir uns jetzt die Karten ausreichend angeguckt. Dann können wir wieder zurück ins Flugzeug hüpfen. Wir wählen also unsere eben besprochene Autobreak Setting Tree und gucken einmal, dass unsere Werte hier alle passen. Barominimum 1780 Fuß passt, QNH 1015 passt und unsere Landing Elevation von 550 Fuß ist auch eingestellt. Dann können wir noch einmal überprüfen, ob das, was in den Karten stand, auch hier bei uns im Flugzeug richtig hinterlegt ist. Dafür wechseln wir in den Plan-Modus, zoomen ein bisschen ran und dann können wir hier unten auf der Lex-Seite ganz entspannt einmal reinklicken und dann seht ihr hier den Wegpunkt Ulegu und dann hier unser Circling auf die Runway 29er. Das schaut also alles wunderbar so aus, wie wir es auch in den Karten hinterlegt haben. Was wir in der Boeing auch noch einmal machen müssen, ist auf der In-the-Draft-Seite auswählen, mit welchen Klappen wir landen wollen. Wir können ja hier zwischen 15, 30 und 40 wählen. Da wir heute keine besonders kurze Bahn haben, aber auch nicht ewig lange auf der Bahn bleiben möchten, würde ich also vorschlagen, dass wir Klappen 30 zur Landung nehmen. Das wählen wir hier unten also einmal ein. Und dann seht ihr Speed 135, da kommt dann nochmal eine Wind Correction von 5 Knoten oben drauf. Wir werden also eine V-Approach von ungefähr 140 Knoten haben. Hier seht ihr auch nochmal die Bahnlänge, 3230 Meter. Der Flieger hat also auch die richtige Bahn hinterlegt. Dann wechseln wir zurück in den Map-Modus und ihr seht, wir erreichen gleich unseren Top of Descent. Wir können also schon mal eine niedrigere Flughöhe eindrehen und dann würde der Flieger automatisch mit dem BNAV-Profil in den Descent gehen. Unsere erste Höhe, die wir einhalten müssen, sind 4000 Fuß. Wir drehen also 4000 Fuß hier oben bei der Altitude einmal ein und dann wechselt der Flieger gleich automatisch in den Descent-Modus. Unser Top of Descent ist also erreicht. Wir verlassen unsere Reiseflughöhe von Flight Level 390, starten den Descent und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir etwas niedriger unterwegs sind und uns dann auf den Anflug nach Dubrovnik begeben. Ihr seht jetzt, der Flieger hat das nächste Speed Constraint erkannt, reduziert automatisch die Geschwindigkeit. Wir müssen jetzt nur ein bisschen ein Auge drauf haben, dass wir sofern nötig unsere Klappen auch rechtzeitig ausfahren. Ihr seht, hier ist unsere Flaps Up Speed. Wenn wir da also drunter gehen, dann müssen wir unsere Klappen um eine Stufe erstmal ausfahren. Dann beginnen wir jetzt auch langsam mit unserer Linkskurve. Ihr seht, die ganzen Wegpunkte vom Anflug sind hier alle hinterlegt. Und dann lassen wir den Flieger sich hier selbst ganz entspannt auf dem ANAV einsortieren. Unser nächstes Speed Constraint sind 200 Knoten und ihr seht 200 Knoten, dafür brauchen wir schon Klappen, können also schon mal Flaps 1 fahren. Reduziert es auch automatisch schon seine Geschwindigkeit hier unten auf die Flaps 1 Speed, wird also auch entsprechend langsamer und damit halten wir auch das nächste Speed Constraint von 200 Knoten bei Romeo Fox 003 ein. Ihr seht auch hier, das Terrain vor uns baut sich schon auf, da müssen wir also wirklich aufpassen, dass wir da fern von bleiben. Aber wenn wir auf unserem LNAV-Pfad bleiben, dann sollte das kein Problem sein. Wir gucken nochmal links raus, wir müssen natürlich den Airport jetzt, sobald wir am Minimum sind, die ganze Zeit in Sicht behalten. Aber ihr seht, Wetter ist heute bestens, wir sollten also damit kein Problem haben. Ihr seht hier links die ganzen Berge, die sich rund um Dubrovnik erstrecken, die sind also wirklich relativ hoch, deswegen müssen wir uns auch genau an unsere Höhen- und Speedvorgaben halten. Nächstes Speed Constraint 185 Knoten, wir können die Klappen schon mal weiter ausfahren, Flaps 5. Dann drehen wir jetzt auf den Endanflug ein, können jetzt in eine niedrigere Höhe schon mal vorwählen und dann sollte der Flieger jetzt automatisch dann wieder in den WNAV-Pfad gehen und den Anflug weiter fortsetzen. Sobald wir den Airport dann vor uns in Sicht haben, können wir den Rest dann auch von Hand fliegen. Der Flieger reduziert weiter die Geschwindigkeit, Flaps 10. Und dann können wir auch schon mal das Fahrwerk ausfahren, Gear Down. Dann haben wir noch eine Landing Checklist. Engine Start Switches Continuous, Speed Brakes are armed, Landing Gear is down.
Und Flaps müssen wir noch ausfahren. Approaching Minimums, Runway is in sight. Continue. Und dann fliegen wir noch von Hand weiter. Auch den Autothrust nehmen wir einmal raus. Und dann Flaps 15. Und Flaps 30. Approach Speed ungefähr 140 Knoten. Gucken, dass wir jetzt nicht allzu sehr von unserem Approach Pfad mehr abweichen. Wir sehen die Bahn vor uns, müssen also jetzt nur noch visuell runterfliegen. Die Konfiguration hätte man ruhig etwas früher machen können, da waren wir jetzt etwas auf der späten Seite unterwegs. Haben wir aber noch gut hingekriegt. Und dann jetzt viel Spaß bei der Landung. Spoilers, Reverse ist normal und die Autobrake bremst auch. Herzlich willkommen in Dubrovnik. 60 Knots, Reverser gehen wieder rein, Autobrake können wir auch rausnehmen und dann verlassen wir die Bahn beim nächsten Exit nach links. Und damit haben wir unser erstes Circle to Land in der PMDG 737 im Microsoft Flight Simulator erfolgreich abgeschlossen. Wir haben den Flieger etwas spät konfiguriert, das könntet ihr gerne, wenn ihr es nachfliegt, etwas früher machen. Dann wird es im Endanflug nicht ganz so stressig, aber ich glaube, wir haben es noch ganz gut gemeistert und haben ein schönes Circle to Land gemacht. Vielen Dank fürs Zuschauen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet auch wieder etwas mitnehmen. Und wenn ihr möchtet, lasst mir gerne einen Kommentar da. Auch ich lerne aktuell die 737 noch, deswegen, wenn ihr Verbesserungswünsche oder Vorschläge habt, lasst auch das mich gerne wissen. Und ansonsten würde ich mich auch über eine positive Bewertung freuen. Und wer Lust hat, schaut gerne auch mal in einem der Twitch-Livestreams vorbei. Da fliegen wir die 737 und andere Flieger regelmäßig auf sehr, sehr schöne Anflüge. Und dann könnt ihr auch dort immer gerne eure Fragen stellen. Ansonsten schreibt mir auch gerne Anflugwünsche in die Kommentare und dann wünsche ich euch bis zum nächsten Mal always happy landings.